Er trifft eine Entscheidung für die Zukunft der Menschheit und das Erreichen des Himmels. Das ist doch absurd. Das denkst du nur, weil du dich in der Realität nicht stellen willst, Vatos. Wir Sets versuchen seit 2000 Jahren, dieses Problem zu lösen. Glaubst du wirklich, dass du in der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, plötzlich eine Lösung findest? Das geht vielleicht über deine Intelligenz hinaus, aber hör auf, dich an Fantasien zu klammern. Tut mir leid, Vatos. Geist hat recht. Sie sind nicht perfekt. Sie können nur bedingt Entscheidungen treffen. Aber es sind immer noch hochentwickelte KIs. Ihre Intelligenz hat die unsere schon vor langer Zeit überholt. Wie sehr wir es auch versuchen, uns wird keine bessere Lösung als ihnen einfallen. Die Tage, an denen wir uns Träume und Fantasie leisten konnten, sind vorbei. Du hast recht, Träume sind nichts weiter als die übermäßig optimistischen Annahmen von Menschen. Außerdem war das Paradiesprojekt der Vorschlag deiner Eltern. Wenn jemand dort weitermachen sollte, wo sie aufgehört haben, dann du. Ihr Menschen würdet diesen Zufall wohl eine Laune des Schicksals nennen. Aria, wie soll ich denn diese Entscheidung treffen? Das kann ich nicht, das ist eine so gigantische Entscheidung. Die Hibernationszeit der Wiege nähert sich dem Ende, aber etwas Zeit haben wir noch. Denk einen Tag darüber nach. Komm dann übermorgen mit deiner Antwort zu mir. Oha. Sprich mit jedem. Wenn es in dieser Welt zwei Arten von Menschen gibt und nur eine davon in den Himmel kommen kann, dann weiß ich nicht, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Das kann niemand beantworten, nicht mal die Heilige Mutter. Ich meine, die Chronomalie wurden von den Omen geschaffen. Wo sollen wir jetzt hin? Gibt es da draußen irgendwo noch Licht? Die Himmelschale, ja, das war mir alles etwas zu kompliziert. Ich konnte nicht wirklich folgen. Aber ich habe verstanden, dass nur eine Gruppe überleben kann, die Kain oder die Abel. Das ist echt überwältigend. Gerade als wir Geist besiegt hatten und dachten, die Welt würde wieder friedlich werden. Wie dumm von mir zu glauben, dass wir den Bösewicht töten und dann ist alles wieder gut. Das gibt nur ein Märchen. Wie ungewöhnlich, schwer zu glauben, dass die Chronomalie die ganze Zeit eine von Omen geschaffene Maschine war. Und dieses Himmelsschallenkonzept. Ich muss zugeben, ihre Wissenschaft ist auf einem ganz anderen Niveau. Wenn sie sagen, dass die Himmelsschale die einzige Lösung ist, haben sie wahrscheinlich recht, denke ich. Aber es ist eine schwere Entscheidung für Aria. Ich frage mich, was sie tun wird. Ich hoffe, Aria geht es gut, denn ich kenne diese Qual nur zu gut. Die Qual, seine Familie zu verlieren. Arias Familie ist in der Wiege. Kann man ihr nicht verübeln, wenn sie die wählt. Weshalb ich sie töten sollte, wenn ich überleben will. Aber es ist komisch, ich will sie gar nicht töten. Boah, ein bisschen extrem hier gleich. Alle Lebewesen müssen um ihr Recht aufs Überleben konkurrieren und kämpfen. Sieh mich doch an, ich stehe hier heute nur dank der vielen Leute, die ich geopfert habe, um hierher zu kommen. Wenn die Himmelschale Realität wird, bricht garantiert ein Krieg aus. Vielleicht ist der Krieg, vor dem Kallistophers uns gewarnt hat. Auf diese Weise wird die Welt nur immer schlimmer werden, selbst ohne Schurken. Oh, Vatos. Die Himmelschale ist die einzige Chance für die Menschheit zu überleben. Aber nur für euch neue Menschen oder uns die ursprünglichen Menschen. Nur einer von uns kann überleben. Ist schon fast komisch, oder? Oh stimmt, jetzt seht ihr mich alle als... Ich bin eure Feindin.
Ach was, du bist nicht unsere Feindin. Hör doch auf mit diesen hohlen Nettigkeiten. Tut mir leid, ich lasse mich von meinen Emotionen überwältigen. In dem Zustand wird wohl nichts Nettes von mir kommen. Mir schwirren zu viele Gedanken im Kopf herum. Es ist, als sähe es ein dunkler, schwerer Geist in meiner Brust. Ich muss nach Hause gehen. Aria hat die Gruppe verlassen. Wir sollten für heute auch nach Hause gehen. Kapitel 7, Orbitalwiege abgeschlossen. Errungenschaft lebe wohl. Oh, wie geht es Aria? Vielleicht wäre es besser nachzusehen. Oh Gott, wenn es jetzt schon lebe wohl heißt. Ich vergesse immer, das ist ein Square Enix Spiel gewesen. Da kann nichts Gutes dabei rauskommen. Bei Square Enix Spielen kann ja wirklich alles passieren. Ihre Kapsel ist nicht da. Oh, ich dachte, du wärst bei Aria. Wissen Sie, wo sie ist? Tja, vorne habe ich sie noch gesehen. Sie lief in diesen Meteoriten und verschwand. Ich habe hinter ihr hergerufen, aber sie hat mich nicht gehört. Sie schien nicht sie selbst zu sein. Sie machte einen ziemlich aufgewühlten Eindruck. Ihr beide seid doch ständig zusammen. Es wundert mich, dass sie nicht bei dir ist. Ich hätte bei ihr bleiben sollen. Ich verstehe. Ich weiß nicht, um was genau es geht, aber ich kann sehen, dass ihr alle sehr hart für etwas kämpft. Wenn du dich verloren und hilflos fühlst, dann erinnere dich daran, wie enthusiastisch du zu Beginn warst. Denn man löst die Probleme von morgen nicht, indem man nur an morgen denkt. Überleg dir, wie dich vergangene Taten ins Hier und Jetzt geführt haben und wohin sie dich noch führen werden. Es hat keinen Sinn, das Vergangene zu bedauern, denn jeder deiner bisherigen Erfahrungen erfüllt einen Zweck. Ich denke, ein prüfender Blick zurück könnte euch beiden nützen. Nehmen wir das erste Mal, dass wir hier hin können. Da muss ich natürlich gleich gucken, ob es hier was Schönes für mich gibt. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es hier irgendwas Verstecktes oder eine schöne Kiste. Jetzt, wo wir mal hier sind. Aber sieht nicht gut aus. Ja, wir sollen jetzt eine Runde schlafen. Der Vogelböschung. Wir schlafen. Ich muss aber sagen, das ging jetzt viel schneller, als ich gedacht habe. Die Orbitalwiege. Vielleicht ist das näher doch das Ende näher, als ich gedacht hatte. Vatos, bist du wach? Ich entschuldige mich dafür, uneingeladen zu erscheinen. Stimmt etwas nicht?
Nicht notwendigerweise, aber ich habe eine Idee. Könntest du zum Higan Canyon kommen, wenn du bereit bist? Es gibt etwas, das ich dir sagen möchte. Okay, Einhorns Geschichte geht weiter. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um unser Einhorn. Dieser Monokerus, wie kann er es wagen, so mit meinem Diener zu reden? Natürlich wünsche ich, die Wahrheit über unsere Ursprünge zu erfahren. Ich benötige etwas Zeit, doch nun fühle ich mich bereit. Bitte eskortiere uns nach Verlorene Eden, damit wir endlich den Schleier lüften können, der die Ursprünge unserer Existenz so lange in Schatten hüllte. Durchlauert Einhorn. Eine Nachricht ohne Absender wurde ans Schloss geschickt. Sie ist an dich adressiert, Vatos. Du darfst nach Belieben damit verfahren. Der Inhalt lautet wie folgt. An der Pantalassa-Kreuzung ertönt immer wieder ein mysteriöses Geräusch. Untersuche es umgehend. Pantalassa-Kreuzung. Okay. Tschüss, ihr Menschen. Ich kann jetzt... Okay, das kann ich aber machen. Okay, dann mache ich das und kümmere mich um meine Tiere hier. Und ernten wir den Argenkohl wieder. Okay, das ist auch nicht der richtige Zeitpunkt. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Okay, wir nehmen wieder unsere 10 Eier mit. 10 Milch. Und einer von denen hier. Okay, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir treffen uns jetzt erstmal mit Yanthus. Was Besseres können wir jetzt nicht machen. Hier geht ja eh keine Zeit gerade weg. Das ist jetzt die Frage, wohin? Okay, es hat so gepasst. Vatos, warum möchtest du hier draußen reden? Du erinnerst dich nicht, naja, es ist sehr lange her. Hier haben wir uns getroffen. Es wird Zeit, dass ich dir erzähle, was an jedem Tag passiert ist. Du hattest damals technische Probleme. Ja, wir hatten die Kontrolle über den Reaktor verloren. Wenn du beschlossen hättest, mich dort zurückzulassen, hätte ich höchstwahrscheinlich meine Persönlichkeit ausgetauscht, genau wie bei Geist. Heute kann ich dir nur davon berichten, dass du mich an jedem Tag gerettet hast. Wie bist du in diesem Zustand geraten? Es war nicht meine Absicht, dir diese Information vorzuhalten, aber bis zu jenem Tag unterstützte ich Geist. Du warst auf Geists Seite? Nein.
Geist wollte den Planeten retten. Er wollte der Bedrohung durch das Silentium ein Ende bereiten. Er war der stärkste aller Sets, vermutlich sogar stärker als jeder Mensch. Doch eines Tages verschwand er. Als er zurückkam, war er kaum wiederzuerkennen. Er war wie besessen. Rückblickend vermute ich, dass er sich auf eigene Faust nach Lost Gaia begeben hatte. Nach seiner Rückkehr kapselt er sich vom kollektiven Bewusstsein ab und versank in seinen eigenen Gedanken. Schließlich fasste er den Beschluss, den Planeten zu vernichten. Das habe ich abgelehnt. Infolge dieser Meinungsverschiedenheit warf er mich aus seinem Luftschiff. So bin ich dort gelandet. Trotz allem trifft es zu, dass sein Endziel die Beseitigung des Silentium war. Das waren also seine wahren Absichten. Ja, war das neu, was der neue Geist sagt, ist richtig. Er schlug vor, das Silentium nicht länger zu bekämpfen, sondern stattdessen in einem sicheren Bereich zu leben. Die Himmelsschale. Das könnte der letzte Weg sein, der uns bleibt. Trotzdem ist es traurig, so etwas von ihm zu hören. Er war der einzige Set, der keine Mühen und Rückschläge gescheut hat, um das Silentium zu beenden. Ich glaube, dass diese Ebene der Willenskraft nicht allen durch Logik erreicht werden kann. Was, sieh mich nicht so an, Vortus. Ist es seltsam, so etwas von mir zu hören? Nein, überhaupt nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Mir ist inzwischen vollkommen klar, dass mein Verhalten abnormal ist. Das muss zwischen uns bleiben, aber ich glaube, ich erlebe dieselbe Fehlfunktion wie Geist. In meinem Logikschaltung existiert ein Rauschen, das Worte nicht beschreiben können. Eine Art Licht. Es ist stärker und stärker geworden, seitdem du mich im Schloss der Illusion besiegt hast. Bist du defekt? Nein, es gibt keine Probleme mit meiner Hardware. Aber das Muster meiner Logik hat sich verändert. Offen gesagt setze ich große Hoffnungen in dich. Allein aufgrund der Spezifikationen hättest du nicht in der Lage sein dürfen, mich zu besiegen. Ganz zu schweigen davon, dass du wie durch ein Wunder Geist besiegt hast. Die Chancen standen 1 zu 1 Million. Um ehrlich zu sein, war ich zu sehr mit Geist Vorstellung einer angemessenen Todes beschäftigt. Wie so viele von uns. Aber du hast ihm wissen lassen, dass auf diese Weise Unschuldige sterben würden. Niemand sonst hätte ihm das ins Gesicht sagen können. Ich wollte nicht verlieren. Genau, das unterscheidet dich von allen anderen. Ich werde dir etwas verraten. Nicht einmal wir sind perfekt. Und eine Theorie ohne Schwachpunkte gibt es nicht. Denn alle Ergebnisse dieser Welt ergeben sich aus Möglichkeiten. Was wir als Realität definieren, ist die Summe von Wahrscheinlichkeiten. Unter all den Faktoren, die diese Möglichkeiten beeinflussen können, ist Monolith der wichtigste. Das Konzept der Nutzung von Magie durch Monolith. Hier kommt Wahrscheinlichkeitstheorie ins Spiel. Ich kann dir keine Details nennen, aber lass dir gesagt sein, dass Monolith das Hypozentrum dieser Variationen bildet. Die Wahrheit ist, wenn man an Geist Seite kämpfte oder etwas mit aller Macht erreichen wollte, zeigt das Monolith Eigenschaften weit jenseits der Spezifikationen, wie eine Reaktion auf die eigene Verbissenheit. Es war beinahe so, als hätte das Monolith einen eigenen Willen. Du hältst es für lebendig? Da bin ich mir nicht sicher, aber ich werde dir etwas Vertrauliches verraten. Obwohl wir das Monolith geschaffen haben, verstehen wir nicht, wie es Magie hervorbringt. Wahrscheinlich wird sich die Lage so entwickeln, wie Geist angenommen hat. Doch wenn dir etwas daran nicht behagt und wenn es nur ein vages Gefühl ist, dann widerstehe dem, was korrekt ist. Ihr Menschen habt ein Herz. Hört auf das, was es dir zuflüstert. Wenn das jemand schaffen kann, dann bist du es. In der trivialen Ära versuchten die Menschen einst zu fliegen und mussten dabei zuerst die Kritik ihrer Mitmenschen überwinden. Ihre Vision wurde als unrealistische Fantasie abgetan. Dasselbe widerfuhr jene,
die durch Gravitation und Atmosphäre hindurch ins All vorzudringen versuchten. Alle, die den Lauf der Geschichte veränderten, mussten gegen das bestehende Weltbild rebellieren. Selbst der erste Protobiont, der aus dem Wasser aufs Trockene watschelte, war wohl eine Anomalie unter seinesgleichen. Unerreichbare Hirngespinste, lächerliche Ideen. Nur die menschliche Fähigkeit zu träumen, ließ die Wirklichkeit werden. So hat die Menschheit Geschichte geschrieben. Ihr werdet diese Fähigkeit nicht verlieren, weil wir aufgetaucht sind. Nur unsere Intelligenz ist eurem überlegen. Also trifft deine eigene Entscheidung. Sie steht niemand anderen zu. Niemand sonst auf der Welt kann diese Entscheidung fällen. Meinen Beobachten zufolge ist das die einzige Funktion, die ihr Menschen habt. Was, jetzt soll ich wieder in meinem Bett schlafen? Tag hat doch gerade erst angefangen. Nee. Okay, jetzt kann ich ja wenigstens ernten. Davon konnten wir jetzt wirklich ein paar ernten. Und die können wir diesmal alle verkaufen. Jetzt müssen wir aber natürlich das alles noch pflanzen. Und das ist natürlich jetzt das andere Hindernis. Das alles auch wirklich zu pflanzen. Aber ich meine, so viel ist es jetzt auch nicht. Ich finde das Spiel wirklich schön. Es ist auch wirklich wesentlich länger gegangen, als ich überhaupt geplant und gedacht hatte. Es ist ja wirklich heftig, wie lang dieses Spiel ging. Ich meine, okay, ich habe viel Zeit verschwendet, weil ich nicht gleich nach den Dingern hier gefarmt habe. Aber dafür habe ich wesentlich weniger Zeit verschwendet mit dem Farmen, weil ich ja das mal zwei hatte. Aber trotzdem echt erstaunlich. Wie lange ich das überhaupt mache. Ich meine, hier die letzte Schlacht wird noch kommen. Das, was ich schade finden würde, ist, wenn ich hier die wenn ich den Brunnen-Dungeon hier mit den Erinnerungen nicht schaffen würde. Das ist etwas, was ich wirklich, wirklich schade finden würde. Und ich hätte ehrlich gesagt gerne die Feenaufgaben, damit ich die ganzen Feensteine habe.
fertig gemacht, bevor ich das Spiel durchspiele. Das ist bei Square Enix. Am Ende gibt es hier zwei, drei Enden. Und solange dieses Spiel ging, möchte ich das eigentlich nicht machen. Außer natürlich, es wird gewünscht.